Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich hatte 22 unreine Gedanken. Legst du es darauf an, von St. Magnus zu fliegen? Aufgrund deiner Unfähigkeit, dich anzupassen. Ich bin zu groß und bestimmt. Du bist 14 Jahre alt. Da geht es noch nicht um Größe. Mom? Die Ärzte meinen, es müsste ein Wunder geschehen, damit sie wieder aufwacht. Glaube bedeutet, von etwas überzeugt zu sein, das keinen logischen Sinn ergibt. Vater, ich möchte am Boston-Marathon teilnehmen. Wenn den jemand aus dieser Mannschaft gewinnen würde, wäre das ein Wunder. Ein Wunder? Was? Boston wirst du niemals durchstehen und erst recht nicht gewinnen. Doch, wenn ich härter trainiere als irgendeiner vor mir. Ist das nicht der Junge mit der Mutter im Koma? Der Weg hier hoch war ganz schön brutal. Da geht's hoch. Boston wirst du niemals gewinnen. Aber wenn du trotzdem teilnehmen willst, trainiere ich dich. Wie weit sind wir gelaufen, Pater? Eine Meile. Du musst daran glauben, dass du Boston gewinnst. Wie lange trainieren sie ihn schon? Der Junge macht sich. Wenigstens läuft er nicht mehr rückwärts. Er hat sich gesteigert. Ist das wahr? Glaubst du denn, du kannst dein Wunder vollbringen? Ich gratuliere. Du bist geflogen, junger Mann. Ralph Walker in Boston startet, ist das ihr Ende in diesem Orden? Bevor ich ihm begegnet bin, habe ich ja nicht besonders viel geglaubt. Er soll lernen, wo sein Platz auf der Welt ist. Durch dich haben wir das Gefühl, Teil von etwas Großartigem zu sein. Du wirst keinerlei Wunder vollbringen.